Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich freue mich, dass ihr heute in dieses Video reinschaltet. Es geht um Elion, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen konntet an der Überschrift. Und heute widmen wir uns ganz kurz einer News, die gepostet wurde auf der offiziellen Elion-Webseite. Und da sind ein paar interessante Infos dabei, die sich mit der Closed Beta 1 befassen, in der wir ja unterwegs waren. Die Let's Plays habt ihr vielleicht gesehen. Ich hatte auch noch kurz eine kleine Review zu gemacht. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall nochmal kurz zusammenzufassen. Einfach, Elion ist ein MMORPG. Das wird Ende dieses Jahres, also im vierten Quartal 2021, soll es erscheinen. Einen zweiten Closed Beta Test wird es im August dieses Jahres geben. Also nicht mehr lange hin. Und jetzt erfolgte jetzt vor kurzem eigentlich ein Rückblick auf den ersten Test. Und ihr seht es, ich blende es euch ein jetzt hier gleich auf dem Bildschirm. Es gab eine Übersicht zu den meistgespielten Klassen momentan in der ersten Beta. Und ihr seht, dass Spitzenreiter die Elementalistin war, beziehungsweise der Elementalist allgemein. Es gibt ja keinen Genderlock bei Elion. Das ist immer auch ganz gut zu betonen, weil bei Asia-Spielen ist es ja meistens so. Dann gefolgt der Mystic. Das ist die zweitpopulärste Klasse. Danach kommt der Warlord schon. Da bin ich sehr überrascht, ehrlich gesagt, weil eigentlich das eher die Tanky-Klasse ist. Aber man kann ihn natürlich auch offensiv spielen. Deswegen vielleicht deshalb auch mehr reizvoll. Danach kommt der Gunner. Und last but not least die Assassine. Und hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, Assassine ist eigentlich meistens immer sehr beliebt. Jetzt von allen Klassen, die wir momentan haben, ist es jetzt so, dass Assassine das Schlusslicht ist. Gut, auch mal eine Überraschung. Interessant wird natürlich auch sein, dass sehr wahrscheinlich jetzt beim zweiten Test der Zerstörer bzw. Destroyer dabei sein wird. Das ist so etwas wie der Slayer bei Terra, wenn ihr euch daran erinnert. Also fettes Zweihandschwert. Ich weiß nicht, hatte der, doch der Zerstörer bei Terra hatte auch ein Zweihandschwert, glaube ich, ja, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall fettes Zweihandschwert und ja, da gibt es wahrscheinlich auch wieder ordentlich auf die Mütze. Das wird uns im zweiten Test erwarten, das heißt, die Klasse werdet ihr dann zusätzlich noch austesten können. Was wurde ansonsten noch getrackt, das sieht man halt auch mal interessant, was bei den Beta-Tests so auffällt. Da wurde, beziehungsweise die haben ja auch eine Umfrage gemacht, ich weiß nicht, ob ihr daran teilgenommen habt, ich war schon dabei. Der Content, der am meisten ja, Spaß gemacht hat den Leuten, das waren überwiegend Quests letztendlich, ansonsten waren dicker Brocken immer noch das Grinden einfach und sich am Kampfsystem erfreuen. Das macht in dem Fall auch natürlich Sinn. Dann gab es diesen Realm War, also die Realm-Schlachten gegen die andere Partei letztendlich. Da waren auch nochmal 14,9% mit am Start auf den Schlachtfeldern 7,6%. Crafting und so weiter sind dann die Schlusslichter und Clan-Kriege, Gildenkriege ebenfalls Schlusslichter. Okay, das heißt viel Questen, viel Grinden und dann halt eben PvP im Realm War. Interessant. Das letzte Schaubild, was wir noch zu sehen bekommen haben, ist der Content, der am meisten gewünscht wurde. Die Umfrage macht in der Hinsicht natürlich Sinn, da immer teilzunehmen, weil man wirklich seine Wünsche äußern kann. Und da kann man einfach sagen, was einem am liebsten ist, was man in Zukunft sehen möchte. Ich habe zum Beispiel angegeben, ich fände neue Klassen immer cool, weil mir das bei Black Desert Online sehr gut gefallen hat. Da einfach was Neues auch zu haben wieder und vor allem, wenn sich das sehr anders spielt und Elion tendiert ja eigentlich in diese Richtung, dass man viel ausprobieren kann, was den Kampf angeht und bei Black Desert Online ist es das Gleiche und ich habe da wirklich auch viele unterschiedliche Klassen gespielt bei Black Desert Online und das könnte ich mir bei Elion auch sehr gut vorstellen. Deswegen hier auch Klassen, 25,8% wurden gewünscht, dass hier mehr Klassen kommen in Zukunft und sie wollen ja, glaube ich, das ist ja der Plan, ein bis zwei neue Klassen pro Jahr hinzufügen zu Elion. Das heißt, es ist noch nicht alles, was wir momentan auf der Karte haben hier. Aber geführt wird das Ganze doch von Dungeons, das heißt, die Spieler wünschen sich tendenziell noch mehr Dungeons, die dann nach und nach hinzugefügt werden zum Spiel. Danach kommt groß angelegtes PvP und
Crafting Life Skill bzw. kleinere PvP-Geplänkel, dass die halten sich etwa die Waage mit 10% etwa und abschließend noch Story und Quests, neue Inhalte. Finde ich sehr interessant, in welche Richtung sich das Projekt entwickelt, und gucken wir mal, was beim zweiten Test so rauskommen wird. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Reinschalten. Würde mich freuen, euch bei einem anderen Video auch mal wieder sehen zu dürfen. Und ansonsten macht es gut und auf Wiedersehen.